Ich erkläre euch heute ganz grob, wie man Seil springt. Im Prinzip ist es ganz einfach. Normale Leute springen mit beiden Füßen übereinander. Sieht dann ungefähr mal so aus. Wenn man dann irgendwann ein bisschen fortgeschrittener ist, kann das Ganze dann auch so aussehen. Hin und her, ganz locker, den Körper mitbewegen. So, wie man anfängt. Im Prinzip, wie ich es gerade schon gezeigt habe, zum Beispiel ein bisschen nach hinten noch. Im Prinzip kann man so anfangen, wie ich es gerade vorgemacht habe, beide Beine nebeneinander und dann immer so springen. Das ist relativ einfach, geht aber auf Dauer schön auf den Körper, auf die Beine. Ist mir ein bisschen zu anstrengend. Also verschiebe ich das Ganze ein bisschen hin und her, links, nach rechts, wieder zurück, nach hinten, nach vorne. Quasi wie ein kleiner Tanz. Um das richtig hinzukriegen, braucht man eigentlich ein bisschen Übung. Man muss locker sein, man muss die Hüfte mitnehmen, den Oberkörper entspannt halten. Ja, und der Rest kommt man ganz alleine. Einfach noch ein bisschen üben. Dann geht es dann noch schneller. Man kann noch ein paar kleine Tricks machen. Doppelte. Oder auch auf einem Bein nur. Das dann schon im Prinzip. Immer fleißig üben. Das Ganze dauert ungefähr 3 bis 4 Monate, bis es richtig flüssig übergeht. Jeden Tag eine halbe Stunde, eine Viertelstunde wird auch schon reichen. Und das war's eigentlich schon. Viel Spaß, Leute.